Du bist nicht so wie die anderen Mädchen. Du bist ganz anders als die anderen Frauen. Hallo Freunde des guten Geschmacks, ich bin Silvi und mich würde mal interessieren, ob ihr diesen Satz schon mal gehört habt und ob ihr das sogar als Kompliment aufgefasst habt, weil ich habe das tatsächlich schon mal gehört, also zu mir wurde das so gesagt, schon mehr als einmal und ich habe das tatsächlich als Kompliment aufgefasst, weil ich dachte, krass, ich bin ganz anders als die ganzen anderen Frauen, ich bin ganz toll, weil alle anderen Frauen sind natürlich dumm. Natürlich nicht, Leute. Aber genau um dieses Phänomen soll es heute gehen, denn was das Ganze in unseren Köpfen macht und zu welchen anderen Sätzen es führt und was es tatsächlich bedeutet, das besprechen wir heute. Es gibt nämlich auch einen großen Anteil an Frauen und Mädchen, die das so verinnerlicht haben und denken, ich bin einfach nicht so wie andere Mädchen und Frauen. Ich bin einfach anders, komplett anders. Ja, aber was ist denn jetzt so anders an dir als an den anderen Frauen und Mädchen? Frauen und Mädchen sind vor allem eines, natürlich anstrengend und dramatisch. Sie mögen rosa, Make-up, shoppen, interessieren sich natürlich nur für Jungs und Drama. Das sind natürlich Stereotypen, mit denen wir alle irgendwie aufwachsen und die sich in unsere Köpfe hineinpflanzen, ganz tief verankert sind. Und deswegen suggerieren wir Frauen und auch der Rest der Welt tatsächlich Frauen und Mädchen genau damit. Mit anstrengend und dramatisch, mit zu sensibel, zu emotional. Frauen halt, ne? Und natürlich gibt es auch stereotypische Zuschreibungen für die Männer. Darum geht es heute aber nicht. Ich möchte es nur kurz mal anmerken, nicht, dass sich da irgendjemand vergessen fühlt. Ihr habt ganz andere Sachen, mit denen ihr zu kämpfen habt. Wie zum Beispiel, dass es kaum geduldet ist, dass Männer auch mal Emotionen zeigen dürfen. Oder aber auch inter- und transsexuelle Personen, die durch die Stereotype noch ganz andere Probleme haben und ganz anderen Leidensdruck. Kommen wir aber zurück zum Thema, ich bin nicht so wie alle anderen Frauen. Es gibt eigentlich nur zwei Extreme in den Stereotypen. Und zwar einmal, der den Girly-Kodex bedient und einen, der das eben nicht tut, also das Gegenteil darstellt. Wenn man nicht so ist wie die anderen Mädchen, dann mag man eher die Farbe schwarz. Man ist lässig und mag natürlich kein Drama. Und vor allem schert man sich überhaupt gar nicht, was Jungs von einem denken. Also quasi das Gegenteil von dem, was die anderen möchten. Das sind die zwei Schubladen, in die Frauen gerne mal gesteckt werden und in die wir uns tatsächlich auch gerne mal selbst stecken. Das Ding ist, in der Realität sind wir meistens irgendwo zwischendrin. Weder das eine noch das andere. Und natürlich können wir uns dann sehr, sehr gut damit identifizieren, wenn wir eben nicht dieses extreme stereotypische Bild bedienen, was so gut wie niemand tut. Die meisten befinden sich eben irgendwo in der Mitte und dadurch kann man sich mit dem Statement sehr gut identifizieren. Ich bin nicht so wie die anderen Frauen. Oder Mädchen. Verstärkt wird das Ganze auch noch durch Filme oder Serien. Meistens ist es ja oft so, dass wenn weibliche Protagonistinnen Heldinnen sind, dann sind sie einfach anders als die anderen Frauen oder Mädchen, die ja böse sind oder irgendwie ihr das Leben zur Hölle machen, weil Frauen sind ja einfach so dramatisch, wirklich ganz, ganz schlimm, intrigant und deswegen möchte man anders sein als die anderen Frauen. Spoiler, fast alle Frauen sind die anderen Frauen. Und lustigerweise war ich früher genauso ein Mädchen, das dachte, ich bin ganz anders als die anderen Mädchen. Ich habe irgendwann kein Rosa mehr getragen, weil ich dachte, nee, auf gar keinen Fall möchte ich als Girly-Mädchen wahrgenommen werden. Habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich möchte anders sein als die anderen Mädchen. Und sowieso war ich ja viel zu verrückt, um ein normales Mädchen zu sein. Und ich glaube, ganz viele werden jetzt da sitzen und denken, ja, ja, mir ging es genauso. Liegt vielleicht daran, dass man gar nicht so verrückt war, sondern einfach stinknormal. Natürlich hat das auch was mit dem Heranreifungsprozess zu tun. Man will sich irgendwie abgrenzen als Teenager auch. Aber was hier eigentlich passiert, ist folgendes. Die weiblichen stereotypischen Merkmale werden total abgewertet. Und damit tatsächlich auch das weibliche Geschlecht, weil die Gesellschaft ja suggeriert, dass Frauen nun mal so sind. Das hat vor allem einen Grund, und zwar das böse Patriarchat. Und bevor ihr jetzt vom PC oder vom Handy wegrennt und wegschaltet, das
Das bedeutet ganz nüchtern betrachtet nämlich eigentlich nur, dass die letzten Jahrhunderte in den Machtpositionen Männer gesessen haben, die Dinge entschieden haben, weil Frauen einfach nicht so viel Rechte hatten. Und deswegen wirkt sich das auch noch heute auf unsere Gesellschaft aus. Denn natürlich so Entscheidungen wie zum Beispiel in Politik oder Wirtschaft sorgen dafür, wie unsere Gesellschaft geformt wird und auch welche Werte eine Gesellschaft hat. Dadurch sind die Frauen natürlich in der Vergangenheit immer zu kurz gekommen und das wirkt sich halt trotzdem, obwohl wir eigentlich schon so weit sind, immer noch negativ auf unsere Gesellschaft aus, was man an solchen Gedankenstrukturen oder Gedankenmustern auch merkt. Das heißt, stereotypische Merkmale von Frauen werden als negativ aufgefasst und deswegen möchte auch keine Frau da reinsortiert werden. Der Mann ist immer noch das Idealbild der Gesellschaft, das heißt, wir möchten dem Mann gefallen als Frau und es ist egal, in welcher Kategorie wir in diesen Extremen stecken. So dieses, es ist mir alles total egal oder ich rede nur noch über Jungs und Männer und das ist mein Lebensinhalt. Und diese Gedankenmuster, die wir einfach immer noch verinnerlicht haben, die müssen wir einfach, glaube ich, aufbrechen, um was zu verändern und um unsere Gedankenkultur einfach der Gesellschaft irgendwie ein bisschen anzupassen und nachzukommen. Weil natürlich, was bedeutet es, wenn ich sage, ich bin nicht so wie andere Frauen oder wenn jemand anderes zu mir sagt, du bist nicht so wie andere Mädchen? Das bedeutet, dass das weibliche Geschlecht herabgesetzt wird. Es ist nicht so viel wert und deswegen bist du nicht so wie alle anderen Frauen oder Mädchen. Ich möchte dir damit ein Kompliment machen. Im gleichen Atemzug macht man ja alle anderen Frauen und Mädchen nieder. Und das ist das Problem an der Sache. Es ist total normal für uns, dass das passiert. Also wir hinterfragen das im ersten Moment gar nicht, weil das total normal ist, dass Frauen nichts Positives im ersten Moment sind für die Gesellschaft. Es geht tatsächlich in dem Fall um die stereotypische Erwartungshaltung, die ich von der Gesellschaft habe und die in mir drin verinnerlicht ist. Es gibt ja auch diesen Satz, den hat bestimmt jeder von uns schon mal gehört oder vielleicht auch jemand anders sagen hören. Der lautet, ich komme einfach nicht so gut mit anderen Frauen oder Mädchen klar, weil die sind mir zu dramatisch und ich komme einfach besser mit Männern oder Jungs klar. Punkt. Im ersten Moment könnte man sagen, okay, das ist eine Erfahrung, die ich habe. Ich komme einfach besser mit Männern klar. Es kann ja auch an der gesellschaftlichen Situation liegen, dass man vielleicht sich nicht so vertraut als Frau. Aber das Problem an der ganzen Sache ist eigentlich die stereotypische Erwartungshaltung, die ich gegenüber den anderen habe. Ich erwarte ja schon, dass eine Frau negative Eigenschaften mit sich bringt. Und damit zementiere ich diesen Gedankengang und diese Gedankenmuster und kann eigentlich auch überhaupt nicht mehr frei auf andere Menschen zugehen. Und ich mache natürlich im gleichen Moment mein eigenes Geschlecht nur aufgrund von stereotypischen Erwartungshaltungen nieder. Und das ist, finde ich, eine schwierige Angelegenheit, weil wir damit weiterhin zementieren, dass die Frau nicht so viel wert ist wie der Mann. Ganz oft geht es in diesem Kontext auch um die Pick-me-Girls, also wenn ich jetzt sage, ich komme mit Männern viel besser klar. Beispiel, wenn ich jetzt als Frau auf Star Wars stehe, kann ich auch nicht sagen, okay, komme ich eher mit Männern klar, weil nur Männer stehen auf Star Wars. Stimmt nämlich nicht. Es gibt genügend Frauen, die darauf auch stehen. Man kann das nicht am Geschlecht festmachen. Natürlich, diese ganzen stereotypischen Erwartungshaltungen, die spiegeln sich ja auch in Erziehung wieder, in der Werbung, in den Medien, generell im Aufwachsen von uns und auch im Bildungssystem. Und das prägt natürlich auch Menschen. Deswegen ist es vielleicht auch normaler, dass die Jungs auf dem Pausenhof Fußball spielen und dann vielleicht mal so ein, zwei Mädchen dabei sind. Aber würde das ganz genderneutral ablaufen, bin ich mir sicher, dass es da keine großartige Trennung gäbe, sondern dass sowohl Mädchen als auch Jungs Fußball spielen würden auf dem Pausenhof. Vielleicht ist das auch mittlerweile schon ein bisschen anders. Bei uns war es halt damals so. Ich kann mich halt noch daran erinnern, dass bei uns es tatsächlich ungewöhnlich war. Und wir wollten dann irgendwann auch mitspielen und wurden dann komisch angeguckt, wie ihr wollt Fußball mitspielen. So. Das Geschlecht ist eben nicht ausschlaggebend dafür, welche Interessen ich habe. Aber wenn man eben sagt, ich komme mit Frauen nicht klar, weil die sind so und so, dann lege ich das ja schon fest oder werfe das ja quasi schon vor. Obwohl ich ja selbst gar nicht so mich da einordne. Aber warum mache ich das denn, wenn ich doch selbst eigentlich von mir selber auch weiß, dass es nicht so sein muss? Das Ganze nennt man im Fachjargon verinnerlichte Misogynie. Wir dröseln das jetzt mal auseinander, sonst fliegt hier alles um meine Ohren. Wenn ich über diese Themen rede, dann weiß ich, dass ich ganz oft wütende Nachrichten bekomme. Ich will nur an dieser Stelle sagen, wenn das irgendwie Wut auslöst, wenn man über ein Thema eigentlich sachlich redet,
dann irgendwas liegt da in einem vergraben, was vielleicht mal beachtet und angesehen werden möchte. Ich meine das ja auch überhaupt nicht böse, sondern es ist einfach nur was, was ich aufdröseln möchte, weil ich es wichtig finde. Und verinnerlichte Misogynie begegnet mir tagtäglich fast. Und ich wette euch auch. Ein Beispiel hierfür. Wenn ich jetzt sage, also ich trinke nicht, ich rauche nicht, ich bin eine richtig gute Frau und wisst ihr, andere Frauen sind einfach so leicht zu haben und Männer stehen halt einfach auf Frauen, die leicht zu haben sind. Ja, und ich bin halt nicht so wie andere Frauen. Ich bin halt einfach nicht so leicht zu haben. Misogynie bedeutet erstmal aufgedröselt Hass und Frauen, also Hass gegen Frauen. Das ist eigentlich nicht die Bedeutung von Misogynie. Misogynie ist eigentlich ein abstrakter Oberbegriff für soziokulturelle Einstellungsmuster bezüglich der geringen Relevanz von Frauen gegenüber Männern bzw. der höheren Relevanz von Männern gegenüber Frauen. Es hat also was mit Wertigkeit zu tun und weniger mit dem puren Hass. Es bedeutet nicht, dass man mit Fackeln auf die Straße geht und irgendwelche Hasstiraden schreit. Das bedeutet es nicht. Und vor allem kommt ja auch noch das Wörtchen verinnerlichte Misogynie vorne dran. Das heißt, wir haben das strukturell in uns drin. Am Ende des Tages sind wir einfach damit aufgewachsen, genauso wie wir zum Beispiel mit Rassismus aufgewachsen sind und den Leben ohne es zu merken. Dass das jetzt keine Erfindung ist von irgendwelchen Frauen, die durchgedreht sind, zeigt der Alltag. Zum Beispiel bekommen Frauen ziemlich häufig sexualisierte Gewalt zu spüren. Ein Beispiel ist hierfür das Dickpic, das versendet wird. Das ist sexualisierte Gewalt. Oder auch die Objektifizierung von Frauen oder auch teilweise die Nichtbeachtung von Frauen in der Forschung. Jeder kennt wahrscheinlich auch noch die Verantwortungsumkehr. Jetzt kommt eine kleine Triggerwarnung für sexuelle Gewalt. Ich blende euch hier ein, wenn es weitergeht, ohne Trigger. Victim Blaming ist, denke ich, für viele ein Begriff. Das heißt zum Beispiel, wenn jemand vergewaltigt wird oder irgendwie begrapscht wird, sexuell belästigt, dann wird oft die Schuld umgekehrt, wenn die Frau zum Beispiel einen kurzen Rock getragen hat und man sagt, du bist ja selbst schuld, wenn du dich so anziehst. Die Verantwortung für diese Gewalttat wird quasi vom Täter auf das Opfer verschoben. Oder auch geringere Anerkennung der Arbeit. Zum Beispiel sind ja viele Frauen auch in Pflegeberufen tätig und Pflegeberufe sind nach wie vor unterbezahlt, obwohl man im Pflegebereich sehr, sehr viel leistet und einen wirklich harten Job hat. Und auch Femizide sind ein ganz, ganz großes Problem. Ehemänner, die ihre Frauen umbringen und ja, das passiert tatsächlich gar nicht mal so selten. Eigentlich ist die verinnerlichte Misogynie nur das, was in unserer Gesellschaft verankert ist, und zwar, dass Frauen scheinbar weniger wert sind als Männer. Und durch den verinnerlichten Aspekt empfinden wir das tatsächlich häufig erstmal als normal. Und dieses misogyne Verhalten geht natürlich auch nicht nur auf die Männer über, sondern auch auf Frauen oder Mädchen, weil wir wachsen ja genau in der gleichen Gesellschaft auf. Und deswegen hört man dann eben auch so Sätze, ich bin nicht so wie andere Frauen, ich komme besser mit Jungs klar oder mit Männern, weil man eben sich davon distanzieren möchte. Und ja, es werden jetzt wieder einige sagen, aber ich habe ja nichts gegen Frauen. Ich komme ja einfach besser mit Männern klar. Und es kann auch wirklich sein, dass das so statistisch ist. Aber das so auszusprechen und davon auszugehen, dass das immer so ist, das zementiert tatsächlich einfach dieses negative Frauenbild immer mehr. Und damit befinden wir uns in einem Abwärtsstrudel. Weil wenn wir selbst unser Geschlecht abwerten, aufgrund des Geschlechts, dann geben wir eigentlich den anderen die Legitimation dafür. Und das ist nicht gut. Warum habe ich das Bedürfnis, anders zu sein als alle anderen Frauen und Mädchen? Wir wollen, wie gesagt, erstmal Abgrenzung erreichen. Wir wollen nicht als zickig wahrgenommen werden oder anstrengend, dramatisch, wenn wir das tun. Auch so ein Wort, Zickigkeit. Es ist feminine wütend, weil Frauen dürfen ja nicht wütend sein. Doch dürft ihr. Seid wütend. Erste Möglichkeit, wir wollen einfach nicht so wahrgenommen werden wie andere Frauen, weil wir wissen, was für negative Erwartungshaltung die Gesellschaft an Frauen hat. Oder aber wir fühlen uns total verloren in diesem stereotypischen Dschungel und möchten einfach nur eine Zugehörigkeit finden. Und naja, dieses ich bin nicht so wie andere Mädchen oder Frauen ist natürlich eine Schublade, in die man vielleicht ganz gut passt.
auf den ersten Blick. Ich glaube, diese Abgrenzung passiert jetzt meistens nicht aus einer bösen Intention heraus, das tut es ja meistens nie, sondern eher aus der Problematik heraus, dass wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen, dass unser Geschlecht herabgesetzt wird. Und das merken wir ja auch. Vielleicht denken wir sogar selbst negativ darüber. Es ist einfach eine sehr bequeme Art, mit strukturellen Problemen umzugehen. Aber am Ende degradieren wir tatsächlich einfach nur unser eigenes Geschlecht aufgrund von stereotypischen Erwartungshaltungen. Und das zementiert in unserer Gesellschaft diesen Werteansatz der verinnerlichten Misogynie. Auch ich habe früher zum Beispiel auf YouTube solche misogynen Aussagen getroffen. Ich glaube, fast keiner kann sich davon freisprechen, dass er das nicht auch mal gedacht oder gemacht hat. Es ist meiner Meinung nach nicht schlimm, wenn man merkt, oh fuck, bei mir läuft es ganz genauso. Als ich YouTube angefangen habe, war tatsächlich mein Ziel, nicht so zu sein wie die anderen YouTube-Mädels. Weil ich fand es ganz schlimm, dass sich jeder immer nur geschminkt hat. Boah, alle machen nur Make-up, deswegen mache ich kein Make-up. Und ich habe das auch ganz oft betont, dass ich mich ja überhaupt nicht schminken kann. Und ja, ich kann mich nicht so gut schminken. Dafür liebe ich Mode. Ich bin total nah am Wasser gebaut. Und ganz oft bin ich eine sehr klare und direkte Person. Wie das jetzt alles in eine stereotypische Richtung passt, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, weil ich habe halt ein bisschen von da und ein bisschen von da. Und das wird wahrscheinlich den meisten so gehen. Aber ich bin ja so anders. Ich habe sogar mal einen Stand-up-Comedy-Auftritt gehabt, wo ich genau darüber geredet habe und wirklich ausgeführt habe, warum ich eben nicht so bin wie andere Make-up Gurus, weil ich ja kein Make-up mache, obwohl ich eine Frau bin. Oh mein Gott. Ich schäme mich heute tatsächlich ein bisschen dafür, dass ich das damals gemacht habe. Das heißt, ich schäme mich eigentlich sehr stark dafür, dass ich das gemacht habe. Wir sind in irgendeiner Form alle nicht so wie die anderen Mädchen, weil wir fast alle nicht so sind wie die perfekte stereotypische Erwartungshaltung, weil jeder halt unterschiedlich ist. Nur weil du weiblich bist, heißt es ja zum Beispiel auch nicht, dass du technische Aufgaben oder mathematische Aufgaben nicht so gut kannst, dass du unbedingt zart und elegant sein musst. Das heißt es einfach nicht. Und selbst wenn es so ist, ist es auch nicht schlimm. Es ist einfach wichtig, dass Mädchen und Frauen in Entscheidungspositionen mit vertreten sind. Und dazu gehört halt nun mal auch die Wissenschaft, die Forschung oder aber auch die Politik. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man Frauen dazu ermutigt oder auch Mädchen genau diese Berufe auch zu wählen, damit auch in diesen Positionen Frauenstimmen enthalten sind. Meiner Meinung nach brauchen wir einfach mehr Frauen als Vorbilder in unserem Sichtfeld, die sehr unterschiedlich sind, damit wir einfach sehen, dass es keinen Stereotypen gibt, sondern viele verschiedene, unterschiedliche Frauen alle absolut cool sein können und wir uns auch identifizieren können damit und dass es nichts zu tun hat mit geschlechterspezifischen Eigenschaften, sondern dass halt jeder einfach anders ist. Und ja, auch ich bin nicht komplett frei von diesen Gedankenmustern, weil es einfach so tief verankert ist, dass es ein sehr langer und vielleicht auch ein klitzekleiner anstrengender Weg ist, die irgendwie zu verbannen. Ich weiß gar nicht, ob das komplett geht, wenn man so aufgewachsen ist. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir solche Sätze einfach aus unserem Sprachgebrauch verbannen. Denn durch das Aussprechen von solchen Gedanken zementieren wir dieses Bild nach außen noch viel, viel mehr und geben, wie gesagt, die Legitimation nach außen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Ich hoffe, dass euch das Video in irgendeiner Art und Weise gefallen hat. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren und hier gibt es ein weiteres Video und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Tschüss, Leute!